Obwohl wir jetzt ein Happy End hatten, ich habe auch gestern gesagt, egal wie das Spiel ausgeht, das wird jetzt unsere Saisonanalyse nicht mehr schön färben. Es wird es einfacher machen und es wird uns natürlich Mut geben, Stolz, Überzeugung, Glaube und so weiter. Und diese Erlebnisse zusammen jetzt von heute, die kann uns auch niemand mehr nehmen. Die sind extrem wichtig. Die sind extrem wichtig für alles Weitere. Und trotzdem wird das keine Saison mehr, mit der wir einfach sagen, ja, Ende gut, alles gut, machen wir die Augen zu und wird schon besser werden. Das wird keine Saison, mit der wir zufrieden sein dürfen. Wir müssen besser spielen, müssen dominanter spielen, müssen klarer spielen. Unser Spieltempo muss hoch. So viele inhaltliche Dinge und stabiler werden, absolut stabiler werden. Dazu kommt jetzt ja auch das Thema um Olli und um Brazzo, das sich dann noch mit reinmischt. Ich weiß es seit gestern Nachmittag. Es mischt sich dann in so eine Spielvorbereitung mit rein und kumuliert dann heute nach dem Spiel mit der Rede in der Kabine. Und es ist viel. Das ist wirklich viel, was alle Beteiligten auch glaube ich, verdauen müssen und auch währenddessen, während sie Leistungen bringen muss, die Mannschaft auch verdauen muss. Und da müssen wir gucken, dass wir das alle zusammen besser machen, um im geschlossenen Kreis einfach in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, um dann einfach regelmäßig an unsere Höchstleistung zu spielen.